Zuerst kommt ein Wohlstand wie noch nie. Dann folgt ein Glaubensabfall wie nie zuvor. Darauf eine nie dagewesene Sittenverderbnis. Alsdann kommt eine große Zahl Fremder ins Land. Es herrscht eine hohe Inflation. Das Geld verliert mehr und mehr an Wert. Bald darauf folgt die Revolution. Dann überfallen die Russen über Nacht den Westen. Plötzlich breitet sich über Mitteleuropa eine riesige dunkle Wolke aus. Sobald diese den Boden erreicht, kommt es zu einem Massensterben. Kommt es zu einem Massensterben. Alles ruft Frieden. Shalom, da wird's passieren. Da wird's passieren. Paris soll dabei von den eigenen Bürgern angesteckt werden. Werden.
Im Prinzip ist es so, dass alles, was in Europa an älteren Hellsehern Rang und Namen hat, sich auf die dreitägige Finsternis bezieht.